Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten MGT-Podcast. Heute gibt es mal so ein bisschen einen Rant. Und wer nicht weiß, was ein Rant ist, das heißt im Endeffekt, ich beschwere mich über eine Ungerechtigkeit in diesem Fall, die, finde ich, immer noch viel zu selbstverständlich ist, und zwar im deutschen Fußball. Da gibt es einige Sachen, die natürlich sehr fragwürdig sind, sei es der Videobeweis, sei es viele andere komische Entscheidungen, die in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gefällt wurden, jetzt bei der Nationalmannschaft oder sonst was. Aber heute geht es einzig und allein um das Spielsystem der Bundesliga. Und das ist, finde ich, veraltet und vor allem einfach nicht mehr, ja, zeitgemäß passt ja dementsprechend, einfach nicht mehr fair und nachvollziehbar. Denn wir haben es jetzt gerade wieder in der Bundesliga und natürlich auch in der zweiten Bundesliga, die Relegation. Ein komplett veraltetes System, was es, glaube ich, so nirgendwo mehr gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es das in Spanien gibt oder Italien oder Frankreich. In England auf jeden Fall nicht. Und mit den Ligen müssen wir uns messen, weil wir gehören ja zu den Top 5 Ligen in Europa. Dazu später aber auch nochmal was mehr, weil eine Sache entscheidet uns ganz besonders davon. Und die sollte in meinen Augen auch geändert werden. Nichtsdestotrotz kann man sagen, die Relegation ist auf jeden Fall ein Schandfleck im deutschen Fußball. Woran liegt das? Ganz einfach. Der Beste oder der Drittbeste der zweiten Liga muss gegen den Drittschlechtesten aus der ersten Liga antreten. Und in zwei Spielen kann der Erstligist seine komplette Saison, die er komplett verhunzt hat, retten. Das war zweimal der HSV, die haben es geschafft gegen Fürth und gegen Karlsruhe, da ist richtig das erste Mal so übertriebener Hass gegen die Relegation aufgekommen, dann war es Frankfurt gegen Nürnberg, letztes Jahr war es dann beispielsweise Wolfsburg, merkt ihr was, dieses Jahr wieder? Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Damals gegen Braunschweig, die jetzt abgestiegen sind in die dritte Liga. Dazu kommen wir auch nochmal später, weil das ist so ein kleines Muster, was es da gibt. Und dieses Jahr ist es wieder Wolfsburg. Merkt ihr was? Gegen Holstein Kiel. So, Kiel als Drittliga-Aufsteiger. In der zweiten Liga gehen wir erstmal darauf ein. Eine wunderbare Saison gespielt. Überragend. 71 Tore gemacht. Damit die meisten der zweiten Liga. Und zwar mit Abstand. Ja, 10 Tore mehr als der zweitbeste Verein offensiv. Gegentore 44. Das sind die drittwenigsten der Liga. Auch das ist sehr, sehr gut. Muss man einfach genauso sagen. Entschuldigung, Sandhausen hat noch weniger. Das heißt, die fünf wenigsten, weil Braunschweig hat auch nur 43. Okay, die fünf wenigsten Gegentore. Tore. 56 Punkte gesammelt, 14 Siege, 14 Unentschieden und nur 6 Niederlagen, damit die wenigsten der Liga. Und die müssen jetzt in der Relegation gegen Wolfsburg ran. Gegen einen Verein, der zum zweiten Mal in Folge komplett verkackt hat seine Saison. 6 Siege nur, 15 Unentschieden, ja, so haben sie sich überhaupt in die Relegation gebracht, und 13 Niederlagen. Gut, das sind immer noch 6 weniger als der HSV, das sind 9 weniger als der 1. FC Köln, aber nichtsdestotrotz ist das schon ziemlich belastend zu sehen, dass so ein Verein tatsächlich die Möglichkeit hat, sich über 2 Spiele mit dem Etat, den die haben, der einfach einen riesen Unterschied macht, in der Liga zu halten. Und da kommt schon mal der erste Punkt. Erstligisten haben automatisch zum Start der Saison mehr finanzielle Möglichkeiten durch TV-Gelder und so weiter und so fort. Dementsprechend sind sie grundsätzlich Zweitligisten immer überlegen, was das Geld angeht, was dementsprechend auch die Kaderqualität angeht und so weiter. Der Zweitligist ist so gesehen in diesem Szenario der Verarschte, weil der kann machen, was er will, und gerade wenn er aus der dritten Liga kommt, wie Holstein Kiel, und dementsprechend sowieso schon in der dritten Liga, in der zweiten Liga einen relativ niedrigen Etat hat im Vergleich zu den anderen Vereinen, die können nicht mithalten. Ich glaube, Wolfsburg hat 10-mal den Etat, den Kiel hat. Und trotzdem schaffen die es nicht, mehr Punkte zu sammeln als 33. Gut, die zweite Liga dieses Jahr war nicht so überragend, das sind im Endeffekt nur 23 Punkte weniger als Kiel, aber nichtsdestotrotz macht das nicht besser, dass Wolfsburg in 2 Spielen seine komplette Saison retten kann, und vor allem, das ist nicht das Problem, das ist nicht so schlimm, aber sie können die komplette Saison von Holstein Kiel ruinieren, weil die müssen in der zweiten Liga bleiben. Und das ist, wenn sie denn das Rückspiel verlieren, das Hinspiel ist jetzt 3-1 ausgegangen, zumindest haben sie ein Auswärtstor geschossen, aber nichtsdestotrotz, wenn sie es nicht schaffen, dann sind die weiterhin in der zweiten Liga. Und das würde die Euphorie sowas von nehmen. Man hat es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass die Vereine, die am Ende der Relegation abgestiegen blieben oder nicht aufsteigen durften, was in den letzten Jahren ja komplett immer so war, Fürth, Karlsruhe, Nürnberg, dann jetzt letztes Jahr Braunschweig, dieses Jahr vielleicht Kiel. Das ist einfach, daran sieht man ja schon, das ist ein unfaires System. Komisch, dass der Erstligist sich immer rettet, aber ist ja auch logisch, wenn sie mehr Geld haben und mehr Etat und mehr fußballerische Klasse und viel höheren Marktwert von den Spielern und viel höhere Qualität im Kader und Breite und so weiter und so fort, weil sie halt einfach mehr bieten können. Ja? Der Zweitligist stürzt meistens ab.
Die Euphorie wird gedämpft. Jetzt gerade bei einem Drittligisten, der so eine fantastische Saison stellt, kann ich mir das extrem gut vorstellen, dass Kiel nächstes Jahr, wenn sie in der zweiten Liga spielen sollten, keine große Rolle mehr spielen wird. Weil dann werden die Leistungsträger gehen. Ein Kingsley Schindler wird gehen. Ein Drexler wird gehen. Ein Duxch wird gehen. Das sind alle Spieler, die extrem wichtig waren für den Erfolg von Holstein Kiel. Und natürlich sind da Spieler, die Erstligapotenzial haben, definitiv. Vielleicht auch viel von Moral gelebt, aber trotzdem werden Erstligisten sich um die bemühen. Sei es 96, sei es Bremen, sei es Mainz, sei es Freiburg. Die Teams aus dem unteren Tabellendrittel oder um so einen Duxch, beispielsweise Gladbach. Gladbach hat keinen richtigen Stürmer, warum dann nicht Duxch? So, und dann ist Kiel plötzlich ohne seine Leistungsträger. Und wie sollen sie irgendwie wieder Spieler an Land ziehen? Sie haben keine Argumente. Die besten Spieler sind weg, sie spielen weiter in der zweiten Liga, sie haben noch einen kleinen Etat. Das ist scheiße. Wenn die aufsteigen würden, klar ist das Stadion klein, das ist bitter, aber nichtsdestotrotz, wenn sie aufsteigen würden, die hätten plötzlich so viel mehr Geld, so viel mehr Potenzial, die könnten die Leistungsträger eventuell halten, die könnten neue Leistungsträger an Land ziehen und die könnten in der ersten Liga spielen, hätten mal die Chance, ein bisschen Geld einzunehmen, selbst wenn sie absteigen sollten. Einfach viel mehr Möglichkeiten. Wird aber in 90% der Fälle nicht passieren. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und in keinem Land gibt es das. Es gibt in anderen Ländern entweder, dass die besten drei der Tabelle einfach aufsteigen, so wie sie ja bei uns früher auch war, und die schlechtesten drei steigen ab. Das wäre das beste System, das sinnvollste System auch. Und es gibt die Playoffs in England. Ja, da gibt es in allen möglichen Ligen, dass die besten zwei direkt aufsteigen und dann die nächsten vier, also 2 bis 6, spielen quasi in Playoffs gegeneinander. Mit Halbfinale und Finale. So, und der Beste steigt dann auf, also der Gewinner dieses kleinen Turniers. Ist in meinen Augen absolut nichts dran auszusetzen. Natürlich kann man jetzt sagen, was ist denn, wenn der Sechste so viel mehr Abstand hat zum Dritten? Ja, beispielsweise sind jetzt 10 Punkte zwischen oder 15 Punkte zwischen, die haben deutlich schlechter gespielt. Und am Ende gewinnen die und der Zweite oder Dritte schafft es nicht. Immer noch trotzdem viel, viel fairer. Weil dann sind immer der Sechster in der zweiten englischen Liga beispielsweise zu sein, ist immer noch deutlich besser und damit verdienst du deutlich mehr aufzusteigen, als dass der Verein aus der ersten Liga, der am Ende in England 18. wird, dazu kommen wir gleich, nicht absteigt. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde das total schwachsinnig. Und wir sehen es halt bei den anderen Vereinen, ich habe es nicht nur bei Holstein Kiel, ist es so, dass die komplett abgestürzt sind, nachdem sie es nicht geschafft haben. Ja? Oder nicht abstürzen könnten, Entschuldigung. Es war aber bei Braunschweig so, Braunschweig ist jetzt direkt abgestiegen in die dritte Liga. Natürlich war die Liga dieses Jahr sehr eng und jeder hätte absteigen können, so gefühlt. Aber trotzdem. Karlsruhe, auch in der dritten Liga gewesen, steigt jetzt auch wieder auf. Vielleicht, spielen nämlich Relegation, auch da total bescheuertes System. Aber in der zweiten Liga, die war wenigstens eng dieses Jahr. Ja, die haben alle über 40 Punkte da. Das ist noch okay. Ja, trotzdem nicht fair, die Relegation, weil Karlsruhe eventuell wieder nicht belohnt wird für eine gute Saison. Nürnberg, nachdem sie in der Relegation waren, auch erstmal ein Jahr wieder gebraucht, um richtig sich aufzubauen. Fürth, Mittelfeld seitdem. Ganz, ganz knapp gerettet dieses Jahr nur. Und das geht einfach nicht. Das ist Schwachsinn. Das System in England ist so viel besser. Das System überall ist besser als in Deutschland. Die Relegation ist der größte Mist, weil es den Zweitligisten komplett benachteiligt und bestraft. Es bestraft den Zweitligisten für eine gute Saison und belohnt den Erstligisten für eine schlechte. Und das ist einfach nur eine Farce. Und deswegen, das muss geändert werden. Und ich verstehe nicht, wie der DFB oder die DFL oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, immer noch daran festhalten kann. Es gibt doch nichts Positives an der Relegation. Nichts. Nennt mir einen Aspekt, der positiv ist an der Relegation. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit der Aussage, wenn der Zweitligist so gut ist, dann muss er ja auch gegen den Schlechten oder den Vorletzten oder Vorvorletzten der ersten Liga gewinnen, damit er überhaupt das Recht in der ersten Liga zu spielen. Nein, das ist Schwachsinn. Es geht um 34 Spieltage und nicht um 2 Spiele. Bayern hat auch gegen Stuttgart verloren. Ist deswegen jetzt Stuttgart verdienter deutscher Meister oder was? Meine Güte nochmal. Das ist... Mainz hat auch gegen Dortmund gewonnen. Gehört Mainz in der Champions League und Dortmund jetzt nicht? Okay, Dortmund gehört nicht in der Champions League diese Saison. Aber trotzdem, gehört Mainz deswegen jetzt in der Champions League oder was? Absoluter Nonsens. So. Und dementsprechend finde ich, dass die Relegation abgeschafft gehört. So ist richtig. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht seht ihr es komplett anders. Ich bin gespannt. Aber jetzt kommen wir noch zum zweiten Punkt. Und zwar, warum haben wir nur 18 Teams? Wir sind die einzige Liga in Europa, die sich als Top-Liga bezeichnet,
in der es so ist. Nebenbei noch kurz zur Relegation. Es wäre lustiger noch, wenn die Meisterschaft so ausgespielt werden würde, wie beispielsweise in Belgien. Guckt euch das Ligensystem in Belgien mal an. Das ist brutal. Aber das ist eine andere Geschichte. So, warum haben wir 18 Teams, während die Serie A, die Ligue 1, die La Liga und die Premier League alle 20 Teams haben? Wir sind die Einzigen. Wir nennen uns Top-Liga. Wir wollen mit denen mithalten. Und wir sind trotzdem die Einzige, die so zurückgeblieben ist und auf 18 Teams beharrt. Wozu? Jetzt nennt mir auch da mal wieder den Nachteil von zwei Mannschaften mehr. Wir haben 38 Spiele, das ist für den Verein, das sind für den Verein mehr Einnahmen durch Spieltagsverkäufe, also durch Ticketverkäufe an den Spieltagen, vielleicht durch Merchandise an den Spieltagen, dazu durch TV-Einnahmen und so weiter und so fort. Die Fans haben davon auch was. Wir haben vielleicht keine sinnlose und total unnötige Winterpause mehr, die auch nichts bringt, weil im internationalen Vergleich scheißen wir ja trotzdem komplett rein, wenn es nicht gerade Bayern ist. Ja, sehe diese Saison mit Hoffenheim, die überhaupt nichts erst geschafft haben, in der Champions League zu kommen und in der Euroleague sich auch blamiert haben, mit Leipzig, die zumindest in der Euroleague noch mal ein bisschen gepusht haben, in der Champions League auch nicht so schlecht waren, mit Dortmund, die sich in der Euroleague blamiert haben. Gut, Bayern ist im Halbfinale der Champions League rausgeflogen, das ist jetzt nicht so schlecht. Aber außer Bayern macht da keiner was und das kann nicht sein. Ich weiß, warum sich draußen gerade Vögel streiten, das geht mir extrem auf den Keks und ich hoffe, ihr hört das nicht. Mich nervt das gerade. Aber die schnattern da genauso rum wie ich jetzt hier gerade. So, wir sind das einzige Land, was das noch hat. Warum? Warum nicht 20 Teams? Jetzt, ich finde da kein Argument gegen, wirklich nicht. Ich sehe da nur positive Punkte. Mehr Konkurrenz, ja? Von mir aus gab's auch, kannst du auch gerne Playoff geben in der zweiten Liga um die erste Liga. Hast du auch mit 20 Teams auch mal mehr Möglichkeiten. So, mehr Gelder, mehr Spiele, mehr für die Fans. Und vielleicht auch wieder mehr Spiele im Free-TV. Jetzt die Relegation, was für ein Schwachsinn, dass sie nicht im Free-TV läuft, sondern auf dem scheiß Eurosport-Player. Wie kann man den Fußball so kommerzialisieren? Ihr beschwert euch hier auf dem Kanal immer wieder über RB Leipzig, über Kommerzvereine. Das größte Problem ist der Verband. Hallo, die Fans, die nicht ins Stadion gehen können, die werden komplett auseinandergenommen. Die müssen sich einen Eurosport-Player kaufen. Die müssen sich ab nächster Saison wahrscheinlich noch für Champions League The Zone kaufen. Die müssen sich Sky kaufen, die müssen alles möglich haben. Wozu? Und dann funktioniert der Eurosport-Player noch nicht mal richtig. Das ist absoluter Bullshit. Die Liga verkauft sich, die Liga verhurt sich. Ja, und dass solche Vereine wie Leipzig dann eben nach oben kommen mit gutem Fußball, mit guter Jugendarbeit, mit gutem System, das wird kritisiert. Und das kann ich einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wie funktioniert das? Wie kann man das so... Ja, nee. Fehlen mir mal die Worte für. Also, ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Findet ihr, dass die Liga auf 20 Vereine aufgestockt werden sollte, so wie alle anderen Top-Ligen in Europa? Oder meint ihr, 18 sind okay, weil, aus was für Gründen auch immer? Meint ihr, es sollte eine Relegation geben? Oder meint ihr, es sollten Playoffs geben in der zweiten und dritten Liga? Und in der vierten von mir aus auch, wobei Regionalliga ist ein bisschen schwierig, da gibt es ja so gesehen Playoffs. Meint ihr das? Oder sagt ihr, ja, ich will weiterhin die Relegation haben, das ist genauso richtig? Oder sollen einfach die drei schlechtesten absteigen, die drei besten aufsteigen, so wie es auch sinnvoll wäre? Ich bin gespannt. Das war es auf jeden Fall erstmal von diesem Rant. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich drücke Kiel die Daumen im Rückspiel der Relegation. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, haut rein. Und ciao.